Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In einem meiner letzten Videos hatte ich euch gefragt, was ihr in den kommenden Tagen und Wochen sehen wollt. Und oft ist mir ein Begriff untergekommen. Und zwar Shop My Stash. Was auch immer das heißen soll, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht. Und das heißt, wir benutzen Produkte, die wir lange nicht mehr benutzt haben, in unserer Make-up-Sammlung, um Produkte wieder zu benutzen, damit sie nicht in Vergessenheit geraten. Boom. Hallo. Ich hoffe, ihr hattet ein wunderschönes Wochenende und einen guten Start in die Woche. Ich bin fit, ich bin da, ich bin anwesend und ich hoffe, dass wir dieses Gesicht jetzt anpassen können an den Hintergrund. Wieder Spring und Mallorca ist auch cancelled, ne? Wir schminken einen schönen Look. Hoffentlich heute. Mit Produkten, die wir lange nicht mehr benutzt haben. Mir persönlich ist es immer wichtiger geworden, euch nicht immer nur neue Sachen zu zeigen. Weil ich weiß, dass dieser Make-up-Konsum, den ich hier habe, das ist nicht ansatzweise normal. Dem bin ich mir bewusst und ich möchte mit einem guten Beispiel vorangehen und so ein bisschen dieses Stigma brechen, dieses neu, 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 neu. Deswegen habe ich mir Produkte rausgesucht, die ich euch bestimmt schon mal gezeigt habe. Teilweise auch wirklich Favoriten von früher, von 2019, 2018 mit dabei. Also, als ich noch Babyface war. Ja, oder? Naja, ein bisschen gammelig. Hallo. Und ich würde vorschlagen, wir starten auch direkt. Falls ihr neu seid, würde ich mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Und Freunde, ich sehe immer mehr, dass viele von euch einfach vergessen, den Daumen nach oben Button zu drücken. Lasst uns dieses Video mit mindestens 2000 Likes versehen und da würde ich mich sehr darüber freuen. Wir beginnen als erstes mit einem Produkt, was ich glaube ich einmal benutzt habe, vielleicht zweimal und dann nie wieder. Das ist von XX Revolution. Das ist, wie jede Woche von Revolution eine neue Marke rauskommt, ein Primer. Und das ist der Cloud Complexion Primer, kommt in einer sehr, sehr hochwertigen Verpackung. Also diese komplette XX-Reihe war sehr hochwertig, fand ich. Das ist ein Cloud Primer. Oh, er riecht nach Kokosnuss, Pina Colada und so ein bisschen frisch. Ich nehme jetzt hier das aus dem Deckel. Erinnert ihr euch noch an diesen Essence Mousse, Mousse Foundation? So fühlt sich das an. Sehr, sehr weich. Und ihr seht, glaube ich, gleich, wenn ich den verblendet habe, der ist so ein bisschen silikonig. Ich habe den sehr, sehr gerne benutzt, vor allen Dingen auch letzten Sommer, wenn man nur so eine leichte Foundation trägt. Der ist so ein bisschen silikonig, ähnlich wie so ein Pore Blurring Primer, der die Poren so ein bisschen verschließt und das Hautbild so ein bisschen weicher zeichnet. Das ist jetzt kein Primer, der unglaublich viel Glow hinterlässt. Das ist aber nicht so schlimm. Ich möchte im Moment so ein bisschen eher Richtung Natural Queen kommen. Und das gefällt vielen von euch als Stan. Das hätte der mir vor 3,5 Jahren sagen können, bevor ich meine Augenbrauen so ausschneide, als hätte ich wirklich mit einer Kindergartenschere ein Stück Moosgummi bearbeitet. Ja, er hinterlässt so einen ganz, ganz zarten Glow. Die Foundation da drauf sieht wirklich wunderschön aus. Okay, wir machen weiter mit Foundations. Ich glaube, ich habe diese Foundation noch nie in der Kamera, vor der Kamera benutzt. Und zwar geht es um die Dior Backstage Foundations. Ihr wisst, ich liebe die Dior Foundations, vor allen Dingen die neue Nude Skin und die Skin Glow Foundation sind Foundations, die wirklich, das sind sehr luxuriöse Foundations und man sieht, dass es sehr, sehr weich ist. Da sind Skincare Ingredients mit drin. Das ist so die Foundation für den Alltag von Dior, finde ich. Sehr bühnenlastig, viel der Kraft, eher so ein bisschen in die matte Richtung. Gibt es in unglaublich vielen Farben. Ihr kennt den Primer, ihr kennt den Illuminator dazu. Ich glaube, die habe ich aber so selber noch nicht getragen. Ich habe zwei Farben und ich bin der Meinung, dass 2N für mich zu hell ist. Ich swatche einmal ganz kurz. Kommt in einer sehr hygienischen Dropflasche. Das heißt, ihr könnt es sehr gut dosieren und ihr kriegt auch viel hier raus. Ich schaue einmal ganz kurz. Na, ist ein Mühhell, deswegen packe ich mir noch die 3N rein. Normalerweise bin ich 2WP, Warm Peach. Ist so ein bisschen rosalastiger und dadurch, dass die Dior Foundations immer so ein kleines Stückchen oxidieren, finde ich, und eher in die wärmere Richtung oxidieren, glaube ich, dass ich mit dieser Mischung hier eine ganz gute Richtung einschlage. Ich nehme meinen Pinsel, mische mir das hier so ein bisschen auf der Hand. Ich habe neulich gelesen, warum ich meine Mischplatte nicht mehr benutze. Liegt einfach daran, dass ich festgestellt habe, dass wenn ich die Foundation auf der Hand auftrage, ich habe sie mir natürlich vorher gewaschen, ich ein viel weicheres Ergebnis auf der Haut kriege, weil die Foundation sich schon mal so ein bisschen an meine
körpereigene Wärme anpassen kann. Und jetzt seht ihr hier die Farbe. Ich würde sagen Treffer, oder? Ich werde besser, ne? Komm mal ein kleines Stückchen näher ran, dass ihr mich so ein bisschen sehen könnt. Ihr seht, die Foundation hat eine sehr, sehr hohe Deckkraft. Man braucht so gut wie kein Puder bei dieser Foundation im Prinzip, wenn man keine super, super ölige Haut hat. Und sie lässt sich halt sehr, sehr gut verblenden. Das ist so eine Foundation, die wird viel von Make-up-Artists für Kameras benutzt, aber für Filmkameras eher als für Fotokameras. Ich probiere euch immer so ein paar kleine Behind-the-Scenes-Informationen zu geben aus der Beauty-Industrie und ich arbeite gerade auch an meinem Mac-Video. Und falls ihr mir bei Instagram nicht folgt, da hatte ich euch das neulich gesagt, schöne Sache, mein Max-Factor-Video kam ja sehr, sehr gut bei euch an und auch bei Max-Factor. Ich habe nächste Woche ein Videotelefonat mit Max Factor und der PR-Agentur und wir wollen einfach so ein bisschen über das Video nochmal sprechen. Die haben sich tausendfach bedankt, auch bei euch, für eure sehr, sehr konstruktive Kritik und auch die Tipps und Tricks, was ihr euch als Konsumenten am Ende wünscht. Und da bin ich sehr, sehr gespannt. Und was lernen wir daraus? Kritik äußern ist ganz, ganz wichtig, um etwas zu verändern. Und auch dafür stehe ich, glaube ich, immer hier. Kritik ist, es gibt zwei unterschiedliche Punkte von Kritik. Kritik, einmal zu sagen, du bist scheiße oder hey, ich finde, dass etwas nicht so ist, wie ich es mir vorstelle. Wisst ihr, was der Unterschied ist? Und ich glaube, nur so kommt man voran und auch nur so können wir gehören genauso zur Beauty-Industrie dazu wie die großen Firmen. Ihr als Konsumenten, ich als Medium dazwischen, wir können was verändern. Das ist etwas, wo mir neulich wieder bewusst geworden ist, wie schön es ist, mit euch gemeinsam eine Branche zu besprechen. Ich habe keinen Concealer rausgesucht, den ich irgendwie so ein bisschen vernachlässigt habe, weil ich immer dieselben Concealer benutze. Ich würde gerne wieder einen kaufen. Ich warte aber noch, weil ich einfach tatsächlich so ein bisschen den Wunsch habe, Sachen aufzubrauchen. Was auch für jemanden, der das hier regelmäßig dreimal die Woche macht, recht selten ist, dass ich Sachen aufbrauchen möchte, bevor ich mir neue Sachen kaufe. Vor allen Dingen, was so Complexion-Produkte angeht. Ich sammle gerade Produkte für ein Aufgebraucht-Video, was mir sehr, sehr schwer fällt. Also ich habe damit angefangen im November, glaube ich. Ich brauche halt wenig aus und ich kann euch halt nicht immer nur Duschgel und Haarspray zeigen. Ne? Deswegen arbeite ich gerade so ein bisschen an diesem Video. Ich benutze jetzt einfach meinen Lieblingsconcealer hier aktuell von Kimchi Beauty. Während der Concealer einmal ausgeblendet wurde, machen wir weiter mit Produkten, die ich auch Ewigkeiten nicht mehr benutzt habe, weil ich halt einfach immer andere Sachen probiere. Erinnert ihr euch noch an diese kleinen Cream Blushes von Fenty? Ich habe ein komplettes Video zu diesen Dingern gemacht und ich habe mir zwei Farben rausgesucht, die ich eigentlich sehr schön finde, aber das ist so ein Ding, das benutzt man halt nicht täglich, ne? Das ist einmal Fuego Flush. Ihr seht schon, in welche Richtung das Video heute geht. I got my peaches out of Georgia. Yeah, shit. I got my California. Orange. Und die Farbe Strawberry Drip. Die ist eher so ein bisschen alltagstauglicher. Also ich probiere das beides so ein bisschen zu mischen heute. Ich nehme dafür auch einen Pinsel hier von Love und Lou und gehe hier rein. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Der hat Schimmer mit drin, der orangefarbene Blush. Ich nehme viel auf und gehe dann auch hier in das Rosa und arbeite mir wieder hier so ein bisschen auf der Hand ein, damit ich dann einfach hier ein natürlicheres Ergebnis kriegen. Also ihr seht, das verschmilzt sehr schön. Ich habe kein Puder benutzt bis jetzt. Unter den Augen werde ich gleich Puder benutzen müssen. Auf dem Rest meines Gesichtes eigentlich nicht. Rosa und Orange kriege ich einen sehr peach-lastigen Blush, den ich persönlich sehr, sehr gerne mag. Und sieht sehr natürlich aus. Und durch diesen Glow, der mit in diesem einen Blush mit drin ist, ist das schon eine schöne Sache. Also ich mag die sehr, sehr gerne. Mittlerweile, ihr wisst, welche Blushes ich im Moment ansonsten eigentlich nur benutze, Maybelline Cheek Heat und Made by Mitchell, die Blushes. Auch den gibt es in Orange. Und das ist so ein richtiges Orange. Ich benutze die gerade auch als Color Corrector unter den Augen. Habe ich jetzt heute nicht gemacht. Schaut mal, wie der Concealer creased, ne? Also das ist wirklich ein Concealer, den muss man baken und zwar schnell. Deswegen setten wir den jetzt mit dem Kat Von D oder KVD Vegan Beauty Locket Setting Powder in der Farbe Translucent. Das ist toll. Das ist wirklich toll. Ich bin nicht so ein Fan von Translucent im Moment. Ich mag eher, wenn so ein bisschen Deckkraft ist. Ich nehme jetzt hier einfach einen Schwamm, gehe hier rein und gehe damit nicht direkt unter das Gesicht, sondern arbeite mir das erst hier ein und dann sette ich unter den Augen. Weil man braucht nicht viel davon. Das ist wirklich ganz gut.
Und ihr seht, das hält schon schön auf. Ich gehe dann einfach nochmal mit dem Pinsel hier unten lang, um das überschüssige Puder wegzukriegen. Und das reicht an Puder für heute. Ich habe einen Cream Highlighter. Kennt ihr den noch? Das sind die Skin Glosse von Dominique Cosmetics. Habe ich auch sehr gerne benutzt. Und Kati vom Kanal Contra Junkie benutzt die sehr gerne. Schaut euch das an. Das ist halt wie so ein Liquid Highlighter, aber sehr natürlich. Und den tupfe ich mir einfach nur ganz leicht drauf. Ich finde, bei dem ist es immer so ein bisschen schwierig, mit dem zu arbeiten, wenn die Foundation schon so ein bisschen angetrocknet ist. Haut ohne Foundation ist der aber wunderschön. Also wenn ihr eh nicht so viel Foundation tragt oder eher so ein bisschen BB-Creams, dann ist das eine schöne Sache. Als Bronzer benutze ich einen von, was ist das, Make-up? E-Maquillage. Hier, das ist ein Baked-Bronzer und ich weiß, dass alle Make-up-Artistinnen und Artists auf gebackene Produkte stehen bei so diesen Glossy-Skins. Der ist extrem pigmentiert. Also seid wirklich Pinsel von Kisu, Pinsel aufladen. Ihr seht schon, der ist, ne? Hart. In der Hand und dann einfach nur so ein bisschen stempeln für ein bisschen Farbe. Der ist recht orange, also das muss man wissen. Und hat eher so die Farbe Dieter Bohlen. Also das ist jetzt kein kühler Bronzer, sondern das ist, ich chill gerade mein Leben auf den Malediven mit meiner Freundin, weil ich keinen Bock habe, in Deutschland zu sein, Bronzer. Schöne, wow, der Shade heute, iconic. Schöne Farbe, schöne Textur, man braucht recht wenig. Ein bisschen warm für einige bestimmt, aber wenn ihr schon mit diesen Orangetönen arbeitet, dann finde ich, ist das gar nicht schlecht. Schreibt mir doch jetzt einmal in die Kommentare, wie euch meine Base bis jetzt gefällt. Für die Augen benutzen wir eine meiner absoluten liebsten Lidschattenpaletten ever. Und zwar ist das die Daisy Marquez Lidschattenpalette von BH Cosmetics. Daisy Marquez ist eine Influencerin aus den USA, aber gebürtig, glaube ich, aus Mexiko. Und die hat wirklich, schaut euch das mal an, iconic. Das ist der Deckel. Boom. Ich benutze heute selbstverständlich die Farbe Vintage. Das ist ein schöner Orangeton. Und ihr wisst, mit dem Code MAXIM10 gibt es immer 10% Rabatt auf alles bei BH Cosmetics. Ich habe die Palette bestimmt seit 2 Jahren nicht mehr angefasst. Aber vor allen Dingen diese intensiven Töne, dieses Bordeaux und dieses Braun, waren extrem gut. Die hat, glaube ich, 20 Euro gekostet oder so. Ich habe die wirklich rauf und runter getragen. Ich nehme denselben Pinsel, gehe in das Gelb und das ist eines der besten Gelbtöne, die ich kenne, weil man damit wirklich sehr intensiv Gelb aufbauen kann. Ich gehe jetzt nur hier über den Rand. Ich möchte wirklich wie so einen kleinen Sonnenuntergang auf meinem Augenlid haben und die Farbe Karma ist halt auch sehr intensiv orange. Kommt, wir machen meinen aktuellen Lieblingslook. Flacher Pinsel, Karma und Vintage zusammenmischen und einfach hier aufs komplette Lid. We don't have time im Moment für Cut Creases. Ich finde Cut Creases auch so ein bisschen out of style gegangen, ne? Es geht ja jetzt eher wirklich in so Fox Eyes und Natural Make-up. Ich drehe den Pinsel und gehe ganz leicht in die Farbe Stunt und mische mir so ein bisschen Royalty rein. Und hier Bougie. Damit habe ich so einen leichten Shimmer-Touch, den ich mir einfach rübergebe. Nicht zu auffällig, nicht zu aufdringlich. Reicht. Stop it. Genau hier. Ihr dürft jetzt einmal raten, welchen Lippenstift ich benutze. Dieser Lippenstift hat meine linke Niere und meine halbe rechte Herzklappe benötigt. 68 Euro für einen Lippenstift. Wer hat viel gekauft für ein Video? Moi. Es sind die Hermes Lippenstifte. Wundervoll. Packaging. Ich habe... Das Ding macht deine Steuererklärung. Optisch zumindest. Ist halt ein wirklich luxuriöses Produkt. Ne? Das ist die Farbe... Weiß ich nicht. Orange, aber das ist nicht das intensive Orange gewesen, sondern nur dieser Skin Gloss, Lip Gloss. Also das ist ein sehr teurer Labello gewesen mit ein bisschen Glitzer drin. Ich finde, wenn ihr aber auf Orangetöne steht, ist das eine sehr schöne Farbe, weil nur so ein bisschen Orange mit rauskommt, ohne zu intensiv zu wirken. Also ich habe auch noch einen gekauft, der sehr orange war. Ich wollte das jetzt aber nicht hier für diesen Look benutzen. Ich glaube, das wäre dann einfach zu viel geworden. Ist natürlich ein Lippenstift, ist natürlich preislich völlig irre. Erkläre es mir. Aber das ist ein Luxusgut, deswegen kann man da nicht über logische Preise reden. Als Mascara benutzen wir dieses Schätzchen hier. Das ist die Fenty Full Frontal Mascara. Da habe ich so eine gespaltene Meinung zu. Ich weiß nicht, ob ich sie mag. Kleine Empfehlung, wenn ihr euch High-End-Mascaren kaufen wollt, kauft euch die Mini-Größen.
weil erstmal Mascaren trocknen irgendwann aus. Ihr solltet sie regelmäßig austauschen und anstatt 44 Euro für eine Mascara auszugeben, gebt da lieber 17 aus. Habt die kleine Größe, könnt sie testen, könnt schauen, ob ihr damit zurechtkommt. Mittlerweile haben fast alle Marken Mini-Größen. Ich nehme mir Produkt ab, da ist extrem viel Produkt dran. Und Inspiration von diesem Produkt war, dass das aussieht wie so ein Finger. Schaut euch das an, das ist halt sehr flach. Auf der einen Seite flach, auf der anderen Seite geschwungen. Ich weiß immer nicht, welche Seite ich nehmen soll, deswegen gehe ich einfach jetzt durch. Zum Abschluss gehe ich noch mit einem von meinen Produkten rüber, was ich auch recht selten in der Kamera benutze, weil ich einfach nicht das Gefühl haben möchte, dass ich euch alles in den Hals drücken möchte. Ich nehme den Pinsel von Letizia und gehe in die Farbe Boys in Make-up und ganz leicht in Liberation. Extrem pigmentiert, also seid vorsichtig. Und das setze ich mir hier rüber. Hier auf die Stirn, auf die Nase. So sehen die Produkte aus, die ich Ewigkeiten nicht mehr benutzt habe. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, welche Produkte ihr gerne mal wieder bei mir sehen wollt. Und probiert es doch morgen früh einfach mal aus. Kramt euch eure Schminksammlung und sucht euch eure alten Produkte raus. Und probiert daraus einen schönen Look zu machen. Den könnt ihr mir selbstverständlich gerne bei Instagram schicken. Und ich schaue mal, dass ich euch allen dann antworte. Ich gebe mein Bestes. Aber schön, dass ihr mit dabei wart. Ich bedanke mich und ich würde vorschlagen, wir sehen uns Mittwoch hier wieder. Passt auf euch auf.